Fragezeichen. Hä? Die habe ich noch nie gescannt. Okay, dann zum Scannen ist ein lebendes Exemplar möglich. Okay, dann mache ich das beim nächsten Mal, dann weiß ich Bescheid. Die hatte ich noch nicht gescannt. Ja gut, das werde ich dann mal machen. Was ist das denn? Zerlegen benötigt. Das ergibt Ersatzteile. Das gibt Ersatzteile. Zerlegen. Wie viel kostet mir das? Zerlegen. Wo ist das? Techniker, ne? Zerlegen. Das hier? Ja. 3 Neuromods. Das ist okay. Ja, mache ich. So, jetzt haben wir noch 3. Das ist okay. 3 Stück. Ersatzteile. Ersatzteile. Yes. Ersatzteile würde ich sehr gerne haben. Glukanone. Ja, gib mal her die Munition. Thank you. Very much. Ja, und hier können wir jetzt das Besatzungsmitglied finden. Waffen-Upgrade. Und der Westen... Was? Und der Westen hält Stand. Big Bang Bonbons. Big Bang Bonbons. Und Fragen wenden Sie sich an sicherheit@transstar.talos. Ja, alles klärchen. So, Programm... Warum flackert das Licht? Ist nur kaputt. Programme. Gehen wir erstmal darauf. Preiskarte herunterladen. Danke sehr. So, Sicherheitstür. Ja, nee, passt. Besatzung. So, LXU, nominal. Wir leben noch. Juhu. Präsident. Was? Position. Präsident. Yeah. Okay. Arboretum. Ja, da sind wir gerade. Das ist richtig. Yeah. Okay. Ach, dann hätten wir uns die ganze Zeit selbst schon sehen können. Oh. Ja, ja, klar. Wir haben dieses Band ja auch bei uns. Dann können uns die anderen mal finden. Präsident. Ach, man kann die sogar hier ordnen. Nach Name und so. Okay. Julian Howard. Das war derjenige, glaube ich. Kein Lebenszeichen. Aber wie viele hier noch Lebenszeichen haben? Das sind die Typen, die da oben sind. Ja, das sind die 4. Nee, das waren eigentlich nur 3, ne? Egal, ich markiere den jetzt, Julian Howard. Da hinten versteckst du dich hier. Ja. Warte mal, wo sind wir hier? Wow, hallo! Na, wer bist du denn? Komm mal her, du. Das kannst du knicken. Cool, diesmal habe ich ihn kein einziges Mal schießen gelassen. Typhoon, zack, 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 yes. Jetzt kriegen wir auch schön Loot. Jetzt weiß ich auch damit, was anzufangen. Guten Tag. Kann ich Ihnen helfen? Ja, da unten kommen wir nicht durch. Alles klar. Hallo. Lizzie Gold. Leiche, nein. Schrotpatronen. Fabrikatorplan. Thank you. Mal eben nachladen, ein paar Sachen. Oh, guckt mal, was sich hier hinter versteckt. Guck mal. Das ist doch schön, dass man da mal vorbeiläuft. Versteckt sich einfach mal hier hinter. So, nachladen. Ach, da habe ich ja schon nachladen. Alles klar. Ja, und das funktioniert nicht. Crewquartiers. Keine Bossen, die Schlüsselkarte. Naja. Dann nicht. Dann bin ich auch wieder weg. Ist mir recht, denn ich will jetzt die Leute da hoffentlich retten. Hoffentlich funktioniert's. Hauptaufzug und da oben ist Julian Hobbit. So. Du bist da oben? Hä? Ich glaube, ich weiß, wie man zu dir kommt. Das Geschütz lasse ich trotzdem noch länger da. Ja, ich habe es eigentlich repariert. Ja, komm, ich habe es repariert, um es mitzunehmen eigentlich, ne? Wäre doof, wenn es jetzt die ganze Zeit hier rumsteht. Ja, nee, dafür habe ich es ja. So, dann kommst du jetzt mal mit, genau. So. Also, hier hoch, denke ich mal, und dann... Da ist auch die Datenzentrale. Da unten ein Aufzug. Das ist eine optionale Mission, ne? Merke ich jetzt gerade mal. Warte mal, das ist eine optionale. Dann mache ich das eben. Wir sind ja direkt hier. Ich glaube, wir müssen nämlich da hinten hin. Das hier ist anscheinend nur freiwillig. Ich kann ja nochmal nachgucken, ob es wirklich unter optional steht. Es steht tatsächlich nur unter optional. Es ist dann so wie, anscheinend eine Abkürzung, damit wir nicht mehr durch die Guts müssen. So, dich habe ich noch gar nicht gelootet. Disruptor-Batterie-Fabrikatorplan, Medikit. Ich könnte ein Psy-Hypo nehmen, eigentlich. Soll ich das mal machen? Wie viel habe ich? 18. Wisst ihr was? Ich nehme mal einen. Einen nehme ich mal. Will ich mir einfach mal gönnen. So. Denn dann können wir wieder die Fähigkeit einsetzen. Die ist ja richtig stark. So, danke sehr. Ey!
Wie geil, hier sind zwei Stück. Darf ich den da hinten einmal kurz ein paar Mal mit der Rohrzange einen überhauen? Dann kriege ich vielleicht meine Ersatzteile wieder. Nein, es ist doch kein Ding. Wir haben gerade eben schon wieder Ersatzteile eingesammelt. Passt alles. Nee. Oh, ich liebe diese Krankenstationen. Diese Krankenstation. Hört sich zweideutig an. Okay. Um ehrlich zu sein, hört sich sogar dreideutig an. Hm, naja. Nein, ich kann das nicht wegtragen. Das heißt, es wird mal Zeit, Hebelkraft 1 zu kaufen. Und das kostet, glaube ich, sogar nur einen, ne? Hebelkraft 1. Ja, kostet nur einen. Das können wir auf jeden Fall mal machen. Also den einen da, darüber kann ich auch ausgeben. Also, wenn wir das nämlich hier wegtragen, jetzt bin ich mal gespannt, wo wir auskommen. Ah, so. Richtige Muckis aufgebaut jetzt gerade. Das würde mich mal interessieren. Wie? Was bekommt der denn dann in sein Gehirn eingepflanzt mit der Neuromod? So gesagt bräuchte der ja hier Muskelmasse. Hm. Ich denke mal nicht, dass unser Charakter einfach zu doof ist, um irgendwas hochzuheben. Oder etwa doch? Komm mal her. Komm mal her. Na? Ist er ja wieder, unser Olaf. Hey. Kannst du uns heilen? Yes. Der hat unser Status nämlich jetzt wieder erfrischt. Wir haben jetzt mal wieder alles normal. So, springt jetzt mich irgendetwas an? Nein? Okay. Was mache ich denn hier überhaupt gerade? Ich höre was. Oh yes, das ist gut. Das ist gut. Ja, ja. Bam. Yes. Oh nein, ich hätte ihn scannen. Oh warte, ich kann ihn immer noch scannen. Scan abgeschlossen. Was bist du? Was? Ätzes Phantom? Was bist du denn? Ja, einen Moment. Yeah. Ich glaube, ich upgrade bald mal wieder unsere Waffe. Was ist das? Oh nein, das ist doch diese eklige Säure. Man muss eben abwarten. Danke, danke, danke und vielen Dank. Aber, okay, das war halt ein heftiger. Der war etwas heftiger. Oh, der war neben uns direkt. Hier sind die zwei Geschütze. Zum Glück hat er die nicht zerstört, ey. Aber ihr hättet auch mal angreifen können, Mensch. Stehen da rum und unterhalten sich und gucken durch die Gegend. Spielt doch gleich eine Runde Mau Mau oder Mensch, ärgere dich nicht. So. Ja, den Hauptaufzug, den werde ich jetzt mal reparieren. Datenzentrale. So. Oh. Okay, Leute, ich nehme das zurück. Ihr konntet mir gar nicht helfen. Tut mir leid, das gestehe ich ein. Das wusste ich nicht. Ihr hättet mir gar nicht helfen können. Entschuldigung, Bärder. Und Bärder. So. Ja, trotzdem kann ich mal eben hier... Ach, ich aktiviere jetzt eben den Aufzug. Mensch. So, Aleopi. So. Operator? Wo bist du hin? Der fliegt jetzt hier durch im Garten. Ist mir recht. Na, ihr beiden? Ach so, hier müsste ich jetzt zur Lobby. Ach so. Ja. Uff, ja, ich gehe jetzt erstmal hier rein dann. Ich dachte, das wäre da auf. Also da wäre noch ein weiterer Aufzug. Den. Oder irgendwas anderes. Irgendwas, was wir reparieren könnten oder sowas. Oder aktivieren oder. Oder dass da irgendwas blockiert und wir hätten das jetzt lösen können. Etc. Pipapo. Weil es nicht sonst so alles noch gibt. Hallo? Ich höre doch, dass hier irgendwer ist. Mein Gefühl. Siehepo hat sich wieder aufgefüllt. Hä? Warum das? Hallo? Hallo? Ich höre doch die ganze Zeit die Geräusche von diesen Mimics. Da schon wieder. Mach mich nicht fertig. Hä? Bin ich der Einzige, der das hört? Da, immer wieder in Abständen, in den gleichen Abständen.
Das ist doch einfach nur die Musik. Oh, jetzt bin ich... Oh, geil. Ich bin einmal im... Hä? Oh, ich bin einmal im Kreis gelaufen. So, wo bist du, Mimik? Da. Nee. Das ist Tesafilm. Hallo? Da, ich höre die ganzen Geräusche. Ich werde veräppelt. Das ist voll schlimm. Okay, was ist das hier? Ach, ein Chipsatz. Was bringt mir der? Schleichangriffe stellen eine geringe Menge Psi wieder her. Ja, okay. Wir haben ja... Nee, wir haben keine Plätze. Ah, wir haben gar keine Plätze. Müssen wir auch mal das Upgrade machen. Okay, aber ja, das machen wir dann aber erst, wenn wir auch wirklich noch einen guten Chipsatz gefunden haben. Den finde ich jetzt... Ist jetzt nicht so der Legendary Chipsatz, deswegen lasse ich ihn jetzt mal da, wo er ist. Ermöglicht Entdeckung verborgener Mimics, das ist ja eigentlich voll geil irgendwie. Verringert die benötigte Zeit zum Scan abzuschließen, das ist schon hilfreich, deswegen lasse ich die beiden. So, gibt es hier denn sonst noch was? Ich meine, ein Chipsatz zu finden ist, denke ich mal, schon eine nette, gute Errungenschaft. Und guckt mal das schöne Bild an. Wunderschön. Warum hat es jetzt aufgehört? Jetzt fängt es wieder an. Mann! Was ist das? Achso. Ja, man sieht wieder alles im Hintergrund. Ey, geil, man sieht wirklich. Na, nicht 1:1, aber man sieht etwas. Aber mich selber wieder nicht. Hier ist nirgendwo etwas. Also, was mich töten will. Das tört mich gerade voll ab. Ich will aber, dass hier irgendwas ist. Sonst habe ich nämlich das Gefühl, dass jedes Mal, wenn die Musik kommt, ich veräppelt werde. Werde ich sowieso. Ich weiß das doch. Hallo? Was ist das hier? Wasser. Oh. Hier muss wieder der Feuerwehrmann ran. Herzlichen Glückwunsch an Dr. Calvino, den Gewinner des vierteljährlichen Mitarbeiter-Innovationspreises. Wohin gehe ich denn eigentlich gerade? Ach, da seid ihr ja wieder. Jetzt bin ich auf der anderen Seite. Und hier gibt es nicht sehr viel. Hä? Hä? Okay, dann bin ich jetzt mal wieder weg. Okay, tschüss. Ist auch nichts. Gut, genau, was machen wir jetzt als nächstes? Das ist eine gute Frage, weil der Aufzug, da müssten wir jetzt zur Lobby. Obwohl ich den Aufzug schon gerne repariert hätte, aber das ist ja eigentlich kein Problem. Ich würde sagen, wir finden jetzt erstmal das Besatzungsmitglied. Du kommst mal mit. Du kommst mal mit, habe ich gesagt. Nix da Fehler. Finde das Besatzungsmitglied und retten mal da hinten die Leute. Ne, die werden ja total gequält da hinten. Da wir auch nicht zulassen. Da hinten, ja. Oh, hier ist ja noch eine Menge. Ach. Ja. Das Wasser plätschert. Sieht schon schön aus hier. Und hier konnte man durch... Wow. Wow, Hilfe, Hilfe, Hilfe. Hey, könnt ihr mal bitte... Hä? Alter, das Ding ist zu doof, um auszufahren von alleine. Gut, dann muss ich das regeln. Aber die sind etwas stärker, wenn ich jetzt da einfach so mit der Rohrzange immer wieder drauf... Ach, du bist ein Schwacher, okay. Du kriegst mich nicht. Du kriegst mich nicht. Scheiße, du hast mich bekommen. Das... Nehme ich dir voll übel, du mieses Vieh. Die sind schon echte Gegner, also das sind, ich sag dir, ne, die großen Gegner können kommen und der ist auf jeden Fall schon mal größer. Der nennt sich ja selbst großer Mimik. Ernsthaft, ihr habt sogar mein Geschütz etwas beschädigt. Oh, ich hab's ja noch niemals ausgefahren, obwohl das sah einmal so aus. Deswegen war ich so irritiert. Weil es einmal so aussah, als wäre das ausgefahren. Ich gönne mir mal eben zwei Sachen. Einmal, ja, ein komplettes Medikit. Dann mal eben Futter.
und ein Rüstungsreparatur-Kit. Davon haben wir ja auch nochmal ein paar eingesammelt. Wow, wir haben jetzt 8 Stück davon. Wow, das ging aber flott. Verwenden. So, genau. So ist erstmal gut. Ich hatte irgendwie schon geahnt, dass hier ein Mimik kommt. So, jetzt lasst mich das Teil doch mal... Nein, 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 Berda, nein, nein! Wo ist das Ding? Da hinten. Aber wie es aussieht, ist das ein Nahkämpfer. Das hat sich gerade vervielfacht. Krass. Hä? Hä? Oh, da hinten ist noch einer. Fragezeichen. Scan abgeschlossen. Thermalfente. Weitere Proben benötigt. Ach nein, das ist der. Nein. Boah, war das knapp. Boah, meine HP waren down. Ey, ich glaube, ich habe gar keine mehr. Doch, 3. Der ist viel zu heftig. Wir machen mal ganz kurz. Ich habe gleich einen Plan. Ich habe schon einen Plan im Kopf. Ey, 3 HP. Wo ist das Medikit? Wo ist es? Erstmal Reparatur. Medikit. Nehmen. 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 Nochmal nehmen. Und wenn es geht, noch was zu futtern. Knusprige Pommes auf jeden Fall mal eben in uns reinstopfen. Und jetzt hauen wir ab. Flott. Tschüss. Tschüdi. Ich bereite mich drauf vor und komme wieder. Wohin laufe ich gerade, hä? Ah, ne, ist richtig. Ist richtig, alles gut. Ich komme wieder. Keine Frage. Da oben ist er. Wow, der ist ein bisschen aggressiv. Ich hole mir mal zur Unterstützung noch eins. Danach hätten wir ja noch eins. Aber die bringen mir ja echt überhaupt gar nichts bei denen. Habe ich das Gefühl. Die Bäder wurde ja einfach so zerfetzt. Einfach so komplett. Die ist hochgeflogen. Die hat sich 100-mal gedreht. Ey, da ging ja gar nichts mehr. So, und zwar, wie wollte ich mich jetzt darauf vorbereiten? Genau. Erstens kann ich mal eben die Schwächen scannen. Das würde mir helfen. Komm, komm, einmal nur ganz kurz. Ziel aus Reichweite. Okay. Psychisch. Okay. Okay, dann habe ich eine Idee. So. Bam. Hey, was? Ich habe nicht genug. Warte, ich nehme mir nochmal Psykraft. Weil danach habe ich eine Idee. Achtung. Nein. Wo ist es hin? Alles gut, Bäder. Alles gut. Dann geh du mal zurück. Du hast gut geholfen. Hä? Nein, ich wollte dich nicht hacken. Oh, wie doof. Egal. Hacken wir mal eben. Kein Problem. Und zack. Easy. Easy. Das ist easy. Das ist nicht easy. Zack. Ho. Eine Sekunde noch übrig gehabt. Fast 2. Ich wollte, dass du dich klein machst. So, wo hast du dich versteckt? Komm raus, komm raus. Ich weiß, dass du hier bist. Oder auch nicht. Wir müssten den eigentlich auf dem Radar haben. Ich habe den ja gescannt. Habe ich den erledigt? Warte mal, hier liegt was, aber das ist der Mimik. Nee, Thermal Phantom. Er wurde erledigt. Ach so. Ja, cool. Und wir haben sogar einen Psy-Hippo bekommen. Das heißt, da den wir gerade eingesetzt haben und verschwendet haben, ist nicht schlimm. Der hat uns wieder einen gegeben. Na gut, dann hätten wir einen mehr, aber ist ja jetzt auch okay. Aber die Fähigkeit hat echt gesessen. Ich habe die eingesetzt und der Typ, also der Thermal Phantom, der lag auf dem Boden irgendwie, total eingerollt. So sah das aus. Und
Ich hätte da nochmal angreifen können, aber ich war so weit weg. Und ich hätte gern die hier die Schrotflinte dafür benutzt. Mit der haben wir jetzt noch 20 Schuss. Ich mag die Waffe irgendwie, deswegen wollte ich die jetzt bei ihm benutzen. Was, wie viele waren das denn jetzt? Das war jetzt schon recht übel. Da kam der, dann kam der, dann haben die sich vermehrt, da kam noch einer. Alles klar. So. Ich könnte ja auch eigentlich diesen Heilbot mal wieder aufsuchen, ne? Naja, gut, lassen wir es mal. Ich denke mal, nachdem wird jetzt nicht nochmal so eine Horde auf mich raufgehen. Na, komm, wir gehen weiter. Dass bisher noch kein Mimik aus den Büschen gesprungen ist, das wundert mich. Looking Glass, alles klar. Hallo Mond. So, du bewachst alles. Ich stelle dich hier hin. Ist aber ganz schön was am Qualm, ne? Hör mal, Rauchen ist nicht gesund, du. Das musst du doch wissen. So, her damit. Thomas Tucker. So, danke für die Sachen. Schild auf Bank. Gestiftet von Catherine Dew. Oh. Oho. Looking Glass 10 Auswahl. Ja, wie funktioniert im Aufbau? Looking Glass 10 auf Auswahl im Aufbau. Ach, da oben kann man nochmal hin. Und da befindet sich irgendwo Julian Howard. 10 Auswahl im Aufbau. Na gut, das Ding ist ja immer noch vorhanden. Ach, vielleicht ist das extra so gemacht. Okay. Hey, ich höre das doch. Ja, ich wollte doch gerade sagen. Das fände ich jetzt total gemein, wenn das Teil das Medikit gewesen wäre. Das hätte ich total gemein gefunden. Her damit. Vielleicht ist das gar nicht wirklich Looking Glass, wo wir uns irgendwas angucken können, sondern man hat hier so einen kleinen geheimen Gang. Da komme ich nicht hoch, ne? Ich überlege gerade doch eigentlich vielleicht. So. Ja, klar kommen wir hier hoch. Ja, sicher. Ja. Und da ist Julian Howard. Alles klar. Sehr schön. So, mal eben die Waffen nachladen. Sehr gut. Oh, das sieht aber schön aus da oben. So wie so ein kleines, schönes Apartment. Ach ja, wir haben auch wieder die Waffe. Das ist gut zu wissen. Aber auch nicht so viel Munition jetzt für die. Die Elektroschockwaffe, weiß ich nicht, die würde ich dann eher bei Operator benutzen oder halt wirklich bei Menschen. Nur bei Menschen bin ich mir noch nicht sicher, warum. Ich habe zwar Vermutungen, aber ich weiß noch nicht hundertprozentig, warum. Aber vielleicht finden wir es in der nächsten Folge raus, vielleicht aber auch nicht. Mal gucken, wir wollen ja die Leute da retten. Die sind unter anderer Kontrolle, die haben so eine kleine Kontrollbeeinflussung von jemand anderen, durch den Telepath anscheinend. Und vielleicht greifen sie uns ungewollt an. Wir könnten sie elektroschocken. Dann sind sie ja erstmal außer Gefecht gesetzt. Und damit sie uns nicht mehr auf die Nerven gehen, ne, und uns die ganze Zeit angreifen, könnten wir dann den Telepath besiegen. Hoffentlich. Und ja, dann müssten die ja eigentlich so gesagt gerettet sein. Die sind ja nur unter elektronischen Schock. Ne? Sie sind ja nicht tot. Denke ich mir mal. So, egal. Mal gucken, wie es in der nächsten Folge ausschaut. So, seid wieder dabei. Ich bin's auf jeden Fall. Carlos, bei Verlust von Atmosphäre oder Schwerkraft und in kritischen Notfällen, begeben Sie sich bitte zum nächsten Sammelpunkt. Ja, danke, dass du mir jetzt am Ende noch dazwischen gefasselt hast. Vielen Dank. Ach, diese Ansage, ne? Okay, gut. Dann bis zur nächsten Folge. Tschüss. Bye, bye. Ciao, ciao. Und tschüss.